meine ersten Freundschaften da und Erfahrungen gesammelt. Ich bin hier im Kindergarten, bin hier in der Schule, habe hier das Gymnasium Matura abgeschlossen in Vaduz. Also wenn man noch viel weiter zurückgeht, mein Urgroßvater war Bürgermeister von Scharn, der Ferdinand Walser, 1880. Also wir sind sehr verwurzelt und das natürlich von meiner Mutterseite her. Ja, Liechtenstein ist nach wie vor meine Heimat. Ja, ich komme immer auf den Satz zurück, den ich im Gymnasium von den Lehrern auf die Seite geholt habe und mir gesagt hat, du, bei uns macht man die Matura nicht nebenbei. Ich vergesse es wirklich nicht. Es waren 2-3 Lehrer. Ich bin während der Maturapause, du hast so ein paar Monate, wo du Pause zum Lernen hast, bin ich halt oft im Radio gesehen. Radio L damals. Dann ist Liechtenstein gesehen, jetzt ist wieder Radio L. Und halt dort moderiert und auch schon Spass gehabt und meine ersten Erfahrungen gesammelt. Also ich habe drei Sachen gemacht. Ich bin im Gymnasium gesehen, ich habe Radio gemacht und bin an der Wochenende auf Hamburg geflogen und habe dort meine ersten musikalischen Schritte gemacht, professionell in den Studios damals mit Dieter Bohlen. Und ja, das ist alles ein bisschen parallel gelaufen. Ich habe immer gewusst, dass ich nicht studieren möchte. Auf der anderen Seite habe ich immer gewusst, ich möchte Matura abschliessen. Wobei das letzte Jahr war hart für mich. Also dort habe ich wirklich nur noch rauswählen, weil ich einfach schon gewusst habe, es hat richtig brennt. Aber ich habe im Radio damals tatsächlich als Teenager, ich bin in der ersten Woche, wo es einen Sender gegeben hat, Radio L, auf Sendung gesehen. Habe mich können sehr entfalten dort. Der Sender ist mit mir gewachsen, habe viele Erfahrungen gemacht, habe dort also die ersten Stars getroffen im deutschsprachigen Raum. Ich weiß, Stefan Raab ist damals gerade aufgekommen und habe ihn regelmäßig getroffen durchs Radio und so. Aber so ist das entstanden. Ich habe dann aufgehört im Radio, bin dann fix auf Hamburg gegangen für mehrere Jahre und habe dort für grosse Erfolge feiern mit Fun Factory, sind dort in Japan sehr erfolgreich gesehen, Ostblock, Deutschland und ja. Zum einen im Inland, es hat keinen Fußstapfen gegeben mit dem, was ich gemacht habe. Ich war der Erste, der auf Viva damals, Viva ist gross gekommen ist. Ich bin wahrscheinlich der Erste in vielen Bereichen, was Entertainment zu tun hat. Aber es ist nicht einfach, weil du hast nicht einen Rockenwind im Liechtenstein. Das heißt immer, was denkt er eigentlich, hat er das Gefühl. Und wenn du das Gefühl nicht hast, dann gehst du unter und denkst, ja, vielleicht ist es, sollte es wirklich nicht so dem nachgehen, was ich eigentlich möchte. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir nicht einen finanziellen Rückenwind haben. Also ich habe nicht einen LSV, weißt, wo jetzt für Musiker da ist. Klar, du hast Stiftungen und so, und ja, aber du hast jetzt nicht einen Verband, weißt, wo regelmäßig die betreut und die sozusagen hinführt und am Schluss kannst du eigentlich dich voll konzentrieren auf nur Musik machen oder nur Skifahren und trainieren. Und da sind wir ja sehr, sehr gut mit dem Skiverband und haben auch Tradition und die Leute können es nachvollziehen, was bei mir überhaupt nicht gegeben ist. Die Leute können es nicht nachvollziehen. Es gibt keine Tradition, es gibt nicht irgendeine Institution, die das fördert. Klar, wie gesagt, finanziell ja, aber ich meine jetzt wirklich auch als Mentor. Und das macht es auch nicht einfach, dann hast du auch die Komponente, dass wir nicht Medien haben, wo irgendwelche Songs platzieren kann und du in die Charts gehst. Oder? Wir haben nicht eine Publikation, wo man sieht, okay, wenn du da stattfindest im Liechtenstein, dann hast du so und so viele Tausende oder Millionen. Das haben wir alles nicht. Also du bist wirklich aufs Ausland, vom Ausland abhängig. Und das ist wirklich nicht einfach gewesen. Aber wenn ich zurückschaue, ist es auch nicht so schwer gewesen für mich, weil ich bin getrieben von diesem inneren Feuer. Ja, das ist immer bei Inspiration. Ich habe früher als 5-6-Jähriger Rock'n'Roll-Musik gelassen. Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lewis, Elvis. Und viele von denen durfte ich dann später kennenlernen, dann später Michael Jackson. Und da habe ich so gesehen, was man alles machen kann. Ich kann mich noch gut erinnern, so die Elvis-Filme. Und man denkt, wow, der macht ja mehr als nur Musik. Der hat auch Film und das ist das. Und so habe ich das als Kind. Aber was sehr auch Komponenten ist, ich bin nicht sehr einfach aufgewachsen, was viele nicht wissen. Ich habe es nicht sehr einfach gehabt in meiner Kindheit. Also reden wir jetzt so zwischen 4 und 9. Es ist nicht eine einfache Zeit, aber es ist eine prägende Zeit. Und dann kommt noch dazu, dass ich der erste Mischling war im Liechtenstein. Also das isoliert irgendwo. Oh, aber nur irgendwo, ich war schon eingebeten. Aber ich glaube, das hat so gewisse Sachen aus mir gemacht, wo ich früher gewusst habe, was ich will im Leben. Wo ich aber auch gewusst habe, ich bin irgendwie auf mich selber gestellt. Und das ist sehr hohe Komponente. Ja, und was haben Sie gedacht? Das Radio damals war ja auch neu gewesen.
Und das Radio war ein guter Einstieg für mich, um damit umzugehen, was die Leute denken, wenn du exponiert bist im Land. Und das habe ich relativ früh gelernt und habe dort so angefangen, die Haut zu entwickeln, dass es an mir abhält. Und heute, viele Jahre später, ist alles anders. Und die Leute sehen, was ich gemacht habe oder was ich noch mache und sehen es vielleicht auch mit anderen Augen. Das ist aber auch eine neue Generation, die heranwächst, oder? Die das völlig unvoreingenommen so anschaut. Also es ist heute alles wirklich ganz anders als früher, aber ich bin auch anders. Also ich habe auch Sachen, vielleicht, ja, wenn man zurückgeht, hätte ich wahrscheinlich Entscheidungen im musikalischen Bereich, mit wem ich zusammen arbeite, würde ich so anders machen. Aber ja, das hat ja nicht in Amerika angefangen, es hat auch in Deutschland angefangen für mich. Und Deutschland ist ein sehr, sehr grosser Markt, darf ich nicht vergessen, es ist der drittgrößte Markt der Welt. Darum war für mich damals entscheidend, bleibe ich in Deutschland und mache mein Zeug dort, theoretisch möglich, oder möchte ich doch noch in die grosse, weite Welt. Also ich habe, wie gesagt, sehr viele Sachen dürfen erleben. Wir sind Nummer 1 in Japan gesehen, wir haben 40.000 Leute in Rumänien gehabt. Ich habe in Polen damals Touché produziert. Ich bin wirklich, ich mag mich erinnern, an 3 Tage, 3 Kontinente gesehen und immer, nicht als Tourist, sondern immer am Arbeiten. Ich mag mich gut erinnern, wo ich damals die League Games moderiert habe, 99, mein Gott, in Liechtenstein. Bin ich einen Tag davor in Japan gesehen, auf der Bühne, Liechtenstein League Games moderiert, am nächsten Tag bin ich auf Miami gereist, mit Touché ein Musikvideo gemacht. Also da ist sehr viel schon passiert. Und dann nach Amerika, da fängst du fast bei Null an, fast. Da weht ein ganz anderer Wind. Ja, die Grammy-Nomination ist natürlich ein riesen Einschlag für mich, wo ich nochmal wirklich einen rechten Schub bekommen habe, aber auch menschlich nochmal sehr viel dazu gelernt habe. Über die Industrie und dort habe ich mir dann irgendwie so gedacht, wow, man muss wirklich vorsichtig sein, was man sich für sich selbst wünscht. Weil wenn es dann kommt, kommt es mit allen Schattenseiten. Und das habe ich gelernt und ja, was sie nicht umbringt, macht sie wirklich stärker. Also es ist wirklich so. Aber mir gefällt es unheimlich gut in Los Angeles. Ich muss sagen, ich bin zwar aus beruflichen Gründen durchgegangen, aber mir gefällt es, selbst wenn ich jetzt beruflich das nur mal so machen könnte, mir gefällt es unheimlich gut in Los Angeles. Aber du hast auch die Jackson-Familie kennengelernt. Michael Jackson selber hast du auch kennengelernt. Was ist das für ein Gefühl, wenn man in einer Jackson-Familie Klang einmal Diener ist und dass man mit denen sich einmal unterhalten kann? Wie hast du Michael Jackson empfunden? Ja, es ist zweigeteilt. Also das eine ist die Familie und das andere ist der Michael. Die haben sich nicht immer oft geschnitten. Also ich habe die selten zusammen erlebt, was eigentlich schade ist. Für sie, für die Familie. Ich habe die Jacksons zuerst einmal als Fan kennengelernt, wie jeder andere auch, als kleiner Bub, wo man das auch gelost hat. Wobei ich relativ spät auf den Zug aufgesprungen bin, weil ich wirklich viel Rock'n'Roll zuerst gelost habe. Und dann, wenn du sie kennenlernst, die Familie, ist es interessant. Du merkst, die kochen auch mit Wasser. Mir hat es in vielerlei Hinsicht geholfen, dass ich einfach heute viel bessere Entscheidungen treffen kann, weil ich vieles erfahren habe, was sie erlebt haben, Schlechtes und Gutes. Wo ich heute, ich habe heute ein bisschen wie das Gefühl, ich weiß, wie es aussieht auf der anderen Seite. Und zwar in vielen Entscheidungen, die ich treffen muss. Und ich glaube, dass ich heute einfach sehr gute Entscheidungen aufgrund von dem auch treffen kann, weil ich sie ja wirklich über Jahre hinweg sehr eng begleitet habe. Und viele von den Familienmitgliedern sind ja auch bei mir im Liechtenstein gewesen. Und ich habe dann auch teilweise bei ihnen gewohnt und bin viel auf der Neverland Ranch dann gesehen. Und der Michael kennengelernt, ist klar, ist sehr speziell gewesen. Was mich immer sehr erstaunt hat bei ihm, ist auf der einen Seite ist mir immer bewusst gewesen, dass er der berühmteste lebendige Mensch auf der Welt. Und auf der anderen Seite, wie kindlich und wie erfreut er an so kleinen Dingen sein kann. Ja? Diese Extreme in der ganzen Familie sind mir immer stark aufgefallen. Ich möchte nicht sagen, dass mir das immer imponiert hat, aber es sind unheimliche Extreme, die dort immer stattfinden. Wo er gestorben ist, was hast du dort empfunden? Bist du bei der Beerdigung dabei gewesen? Beerdigung, ich weiß gar nicht. Die Beerdigung schlussendlich, das sind ein paar Familienleute. Also das große Ding im Staples Center ist ja keine Beerdigung. Ich bin sehr überrascht, wo es passiert ist. Ich habe Jahre zuvor die Vermutung gehabt, dass es früh passieren könnte. Ich habe mit der Mutter, ich vergesse es nie, ich bin auf dem Weg zum Flughafen gesehen, Richtung Zürich. Ich habe ihr gewohnt und habe das Gefühl gehabt, ich muss ihr das sagen. Und habe ihr wörtlich gesehen, also genau wo ich gestanden bin. Das Gefühl hätte ich, dass der Michael
wie der Elvis sterben will. Nein, ich habe das Traum, glaube ich, nicht gesehen. Wie der Elvis. Und dann hat sie mich angeschaut und gesagt, why, Al, why do you think that? What makes you think that? Und ich habe die Parallelen sehr früh gesehen. Und ich habe gemerkt, dass sie überhaupt nicht wirklich gewusst hat, wie der Elvis gestorben ist und an was es gelegen ist. Und ich habe gesehen, der große Unterschied zwischen dem Presley und dem Michael ist, dass der Presley keine Mutter hatte, als er gestorben ist. Und der Michael hatte auch nicht. Und das hat er auch zu denken gegeben. Und ich weiß, es hat viel Gespräche danach gegeben. Aber es ist sehr schwer für sie auch gesehen, mit ihm über die Tablettenabhängigkeit zu sprechen. Weil halt so viele Fäden noch dran gehangen sind. Und ja, es ist nicht einfach. Es ist sehr, sehr schade. Aber um vielleicht auch die Fans ein bisschen zu beruhigen, ich habe oft das Gefühl, dass der Michael vielleicht gar nicht so unglücklich ist darüber, dass es jetzt halt so ist. Sicher ist er unglücklich, dass er nicht seine Kinder sieht, wie sie aufwachsen. Aber der Michael ist immer sehr bedacht um seine Legenden auch gesehen. Und er hat immer gewusst, dass früher ein Sterben anscheinend besser ist für die Legende längerfristig. Und hat das so immer wieder geäußert. Von der Musikbranche, was sind so deine Vorbilder? Das ist eine tolle Frage und das ändert sich immer wieder. Vorbilder, also menschlich und musikalisch gesehen, habe ich momentan zwei große Vorbilder. Und zwar der Lionel Richie, den ich sehr gut kenne, und der Mick Jagger. Und ich möchte sagen, warum. Ich finde, die zwei haben es wirklich geschafft, älter zu werden in dieser Industrie, nach wie vor kulturell relevant zu bleiben. Und sie haben blendend aus. Der Mick Jagger ist über 70. Wie der tanzt auf der Bühne. Unglaublich. Und der Lionel Richie, ich sehe ihn ab und zu fragen, wie machst du das? Also ich find die zwei momentan, das ändert sich vielleicht wieder, aber ich finde, wie sie es gemacht haben und nach wie vor machen, finde ich unheimlich erfrischend. El, wie verbringst du eigentlich den ganzen Tag so in Los Angeles? Was machst du? Morgen, wenn du aufstehst und am Abend, wenn du ins Bett gehst? Ich habe letztens in einem Interview gesagt, dass ich schlafe und aufwache und das Bett manchmal den ganzen Tag nicht verlasse, aber sehr effektiv arbeite. Und die Leute haben gesagt, was, du bist im Bett den ganzen Tag? Ja, ich bin im Bett manchmal den ganzen Tag und ich arbeite, ich bin sehr effektiv. Also ich habe so wie ein UFO im Bett, muss man sich vorstellen. Da ist ein Keyboard, da ist ein Monitor, da ist ein Monitor. Ich bin nicht den ganzen Tag immer im Produzieren, aber ich bin unheimlich schnell, ich habe dann keinen Arbeitsweg, ich verliere, bin nicht so im Stau in L.A. Und es funktioniert sehr gut, aber jeder Tag ist wirklich sehr anders. Also manchmal bin ich in den großen Studios und bin mit den Künstlern am Aufnehmen. Ich habe sehr viele Fernsehproduktionen, deutsches Fernsehen, wo mich fast jede Woche besucht in den USA. Wir machen, sobald ich zurückkomme, gerade wieder mit was mit Vox, eine Geschichte mit für Goodbye Deutschland, wo ich als Mentor auftauche. Also ich bin nicht nur Musikproduzent, ich mache auch Events, ein, zwei große Events. Ich habe eine der größten Events während der Grammy-Woche, die nennt sich The Soiree. Und da brauchen wir fast 8 bis 10 Monate, um das zu vorbereiten. Das ist mittlerweile einer der wichtigsten Events. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also es ist sehr bunt, aber es ist alles sehr entertainment-lastig. Und ich bin sehr froh und sehr glücklich, dass ich von Anfang an eigentlich immer können, zum einen für mich selber arbeiten, aber zum anderen auch nicht weit aussteigen. Also viele machen halt am Tag das, um das Geld zu verdienen, und am Abend schaffen sie ihren Traum. Und da bin ich eigentlich immer so im Entertainment-Bereich können bleiben. Du hast es angesprochen, wie verdient der El Walser in Amerika Geld? Ja, also ich habe verschiedenste Einnahmequellen und darum bin ich relativ solid. Und sehr, eigentlich fast auf jeden Sturm vorbereitet, sofern man das halt auch sehen kann, weil ich wirklich sehr gestreut bin. Also ich habe zum einen Events, ich habe zum anderen Musikproduktionen, ich habe eine Radioshow mit einer Stunde in der Woche, wo auf Hunderte von Radiosender läuft. Und das allein ist schon sein eigenes Tier. Also da zahlen Leute Submission Fees und wir garantieren Feedback. Da entstehen auch wieder Sachen, neue Produktionen, Fernsehen. Dann gibt es den Verlag, den Musikverlag natürlich auch. Ich bin Besitzer von vielen Rechten, von Songs, die wir platzieren, für Filme, für Lizenzierungen, für Werbungen.
Viele glauben es nicht, aber ich mache auch Musik für deutschsprechende Künstler. Die Klostertaler werden ein Comeback haben. Als Vollbrass Klostertaler, die haben jetzt gerade einen Song von mir genommen, der nennt sich Made in Tirol. Das kommt, glaube ich, im September oder Oktober raus. Mit dem Leadsänger, wie heißt er nochmal? Der Leadsänger von Klostertaler. Das ist jetzt vergessen. Aber ein toller Typ, der hat sich verliebt in diesen Song. Also ich schreibe auch für andere Künstler, auch wenn mein Name nicht draufsteht, das läuft trotzdem im Radio. Und ja, und so weiter. Wir machen bald mal eine große Home-Story. Aber wir leben in Encino, das ist 20 Minuten von Hollywood entfernt. Und es ist ein Zufall, dort haben die Jackson so gelebt. Das habe ich so kennengelernt. David Hasselhoff ist schon ein Steinschlag entfernt. Es ist ein sehr schönes Gebiet. Sonnenschein fast das ganze Jahr. Aber die Schulen sind auch sehr gut, was bei uns sehr wichtig ist. Also man schaut in L.A. wirklich, wie sind die Schulen wegen der Kind, weil sie sind nicht überall gleich, oder? Ja, aber wir sind sehr gut eingebettet. Das Tolle ist halt, meine Frau zum Beispiel, sie hat wirklich super Freundschaften mit der ganzen Welt. Wir haben Perser, wir haben Juden, wir haben Schweizer, Deutsche, Amerikaner, die wirklich zum Freundeskreis gehören. Jetzt sieht meine Frau, weil sie ist dort noch eher, ich bin ein bisschen abgeschottet, da muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und habe so gern so, ich habe nur so jetzt Freunde, aber viele Kollegen. Ich habe schon noch meine Freunde, aber ja, also es ist sehr, sehr heimelig. Was macht der El in Amerika, wenn er nicht schafft? Hat er ein Hobby? Ja, also ich schaffe verschiedene Tage. Aber nein, es gibt zum Beispiel Daddy Day, oder, wo ich mit meinem Sohn mache. Ich habe zwei Söhne, aber drei ist noch zu jung, 7 Monate dran. Der wird jetzt ein 8er, Nelson. Da gehen wir am Samstag, machen wir Daddy Day und dann gehen wir in Go-Kart fahren oder am Strand, Santa Monica. Ja, Hobbys hätte ich schon, aber viele kommen zu kurz. Also Skifahren kommt definitiv zu kurz. Ich fahre sehr gerne Go-Kart. Der Nelson ist ein sehr, sehr, sehr talentierter Tennisspieler. Er spielt auch schon Turnier. Ich spiele auch mit ihm ab und zu. Bald ist er besser als ich. Nächstes Jahr ist es, glaube ich, soweit. Ja, aber ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und von dem her bleibt nicht viel Zeit für vieles andere. Also es ist so die Angst, küren und schnüren, alles was in diese Richtung geht und wir sind niemand mehr, und also die Amerikaner, und wir sind Idioten und wir werden ausgelacht und warum zahlen wir der NATO so viel, das bringt uns doch viel zu wenig. All das ist Trump und ja, was er sicher versteht, ist Emotionen zu wecken, und ich zitiere ihn selber, und die Trump University hat ein Lehrbuch gehabt für alle Lehrer, durch die zum Real Estate gegangen, wie man den Leuten Real Estate verkauft. Real Estate auf Deutsch, Boden, Gebäude und so weiter. Und dort ist drinnen gestanden, wir verkaufen keine Lösungen, sondern Emotionen. Und das ist sehr ein großer Bestandteil von seiner Kampagne, Emotionen, und dann hoffentlich aber auch Lösungen. Aber es hat sicher mit den Emotionen irgendwo angefangen und das weg. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass die USA eigentlich immer das sucht, was sie 8 Jahre nicht hatten. Also der Bush hat irgendwie den Obama gebracht. Und ja, der Kontrast von Obama ist der Trump. Wer ist der Sympathische oder wer hat eigentlich mehr, eigentlich, wo der Amerikaner sieht, ja, der wetten wir gern. Was hast du das Gefühl, dass auf was sie, auf wer ihr gezielt ist? Also ich glaube, wie gesagt, dass der Trump es versteht, die Emotionen zu wecken. Das heißt, dann hören sie und dann hoffentlich auch die Lösung bringt. Das wissen wir nicht, ob die Lösung, das weiß er selber wahrscheinlich noch nicht. Aber er weiß, wie man die Leute bewegt und wie sie zulassen. Hillary steht halt mehr für Beständigkeit, ist mehr so ein bisschen ein verlängerter Arm von Obama. Die Tatsache, dass der Obama ja gute Werte hat, also er ist ja nach wie vor, wird ja hoch noch angesehen in den USA, hilft ihr noch, aber es ist unheimlich schwer. Also ich glaube, die Leute gehen noch nicht nach, wer ist sympathisch. Das haben sie beim Obama geschaut. Die Amerikaner haben jemanden wollen mit dem Obama, wo auch so ein bisschen die Wunden heilt, wo der Sympathieträger USA wieder mehr im Vordergrund steht. Ich glaube nicht, dass das wichtig ist für die Amerikaner. Die wollen nicht einen Sympathieträger. Das interessiert die gerne oder so. Die wollen Lösungen.
Und darum ist der Trump so weit vorne. Weil wenn es um Sympathieträger geht, dann weiß der Trump selber auch, dass er nicht der Sympathischste ist. Aber um das geht es nicht. Gut, L, herzlicher Dank fürs Interview. Wir haben wieder einiges erfahren können von dir. Schön, dass du in Liechtenstein gsi bist. Und vielleicht ergibt sich das, dass wir wirklich einmal in den USA sind. Ja, Dankeschön. Danke vielmals. Und alle Liechtensteiner, wenn ihr in den USA sind, melden euch. Ungeniert, wirklich, freut mich. Danke vielmals.